Hallo, hallo, meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video wollte ich ganz gerne Lukis Jahresprojekt dokumentieren. Der Luki, der möchte eine Paletten-Lounge machen. Er erklärt euch auch gleich mal, was er da so macht. Eigentlich macht er das zusammen mit Max. Aber der Max ist jetzt gerade oben, der holt was. Also er sollte sich jemanden aussuchen. Und das musst du dann wann vorstellen? 23. Mai. 23. Mai. Und heute ist der? 11. April. 11. April. Er hat vor ein paar Tagen schon angefangen, schleift sich jetzt die ganzen Paletten ab. 16 Stück hast du, glaube ich, ne? Ja. 16 Stück, die stehen hier alle in der Garage rum, aber da filme ich jetzt nicht rein, weil unsere Garage nicht vorzeigefähig ist. Das ist richtig chaotisch. Und ja, also er muss es jetzt abschleifen mit dem Groben, dann mit dem Feinen und dann wird das Ganze irgendwie lackiert und dann mit weiß gestrichen, also ich kann es nicht so gut erklären. Auf jeden Fall werdet ihr in diesem Video die Fortschritte sehen. Stoff müssen wir noch bestellen. Mhm. Genau, und das Polster haben wir aber. Ja, und einen Tisch wollt ihr ja auch noch machen. Also ihr habt euch viel vorgenommen in wenig Zeit. Also gut, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Wir sehen uns dann immer an verschiedenen Tagen und ich zeige euch, wie das Ganze hier läuft, was wir alles brauchen. Und ja, am Ende dann hoffentlich das gute Ergebnis, damit es eine gute Note gibt. Also, viel Spaß beim Video. Ach, und der Luki hat, glaube ich, gar nicht richtig Hallo gesagt. Sorry. Luki, wolltest du noch Hallo sagen? Hallo. Hallo. Schau mal, wie groß der Luki ist. Oh Mann. Ja, naja, okay. Ist jetzt auch nicht so schwierig, ne? Größer als die Mama zu sein. Also, viel Spaß beim Video. Also der Luki, der muss das jetzt abschleifen. Mit dem Gerät. Ja. Gianluca, der ist ganz fleißig hier am Abschleifen. Also der Luki, der streicht jetzt. So sieht das Ganze aus. Und ich würde sagen, viel Spaß, Luki. Da hat er sich schon was vorbereitet da. Und hier ist die Lilly. Die hat er schon gestrichen. Also gut, dann schauen wir mal, wie lange er braucht. Heute ist der 2. Mai. Der Gianluca ist wieder fleißig. Gestern Abend hat er ja schon einige Paletten gestrichen. Und jetzt geht es hier weiter. Ja, ist alles gar nicht so einfach. Die Garage sieht aus wie die Sau. Und ich glaube, dass das Abschleifen das Anstrengendste war. Oder, Gianluca, was meinst du? Ich fand das Streichen bis jetzt das Anstrengendste. Echt? Nicht das Schleifen? Nee. Also gut. Ja, wie du meinst, ich musste trotzdem eine neue Schleifmaschine kaufen, weil die andere die Grätsche gemacht hat. Und da ist Lukis Mentor. Ich tue jetzt die Kamera am besten nicht nach oben schwenken, weil da hinten das Chaos des Grauens ist. Also die ganzen Fahrräder der Kinder. Das wollt ihr alles gar nicht sehen. Jedenfalls hilft der Max gar nicht. Was ist los, Max? Nee, der hilft schon, aber der hat gerade den Liam auf dem Arm. Also gut, dann würde ich sagen, macht der Gianluca hier mal weiter. Die haben voll den Plan, haben noch Schrauben und Winkel gekauft vorhin bei Obi. Und ja, hier draußen sind auch noch ein paar Paletten. Und es nimmt so langsam Form an, würde ich sagen. Und Sauerei nimmt es auch an. Max, du sollst helfen. Nix mit Mülltonnenkind. Ich gebe dir gleich Mülltonnenkind. Ich wollte euch noch kurz zeigen, was heute mit der Post angekommen ist. Und zwar einmal dieser Schaumstoff und Kunstleder. Das Kunstleder kommt quasi auf den Schaumstoff drauf und das wird dann auf die Paletten kommen, damit man auch gemütlich sitzen kann. Das müssen sie dann auch noch machen. Aber ich denke, sie sind erstmal mit dem Streichen beschäftigt heute. Also der Max, der hat da jetzt noch Scharniere gekauft. Da sind sie. So sehen sie aus. Und er hat mir jetzt dazu noch ein bisschen was erklärt. Also so richtig kann ich es mir noch nicht vorstellen. Aber er braucht dazu noch was bei Obi. Das wird er morgen noch holen. Und dann zeige ich euch, was er meint. Ja, und der Luki, der ist jetzt hier weiterhin fleißig. Das ist ja auch echt eine ätzende Arbeit. Na Max? Ja, das stimmt. Also die müssen auf jeden Fall gut gestrichen werden, weil die ja sichtbar sind. Die Flächen, die sieht man ja gar nicht, weil das Polster drauf kommt.
ne? Die Flächen hier. Ich nehme euch morgen wieder eine Runde mit. Mal schauen, wie das dann aussieht. Der Max, der hat sich Folgendes überlegt. Und zwar hat er die Scharniere hier so angebracht, damit die Rückenlehne angeschrägt ist, damit man gemütlicher drauf sitzen kann. Er hatte nämlich schon mal so eine Lounge gebaut und da war die Rückenlehne eben gerade. Und dann hat er gemerkt, das könnte man optimieren. Und deshalb hat er es dieses Mal so angedacht. Und ja, das setzen sie jetzt eben gerade um. Heute ist der 13. Mai. Hier wird weitergearbeitet. Und zwar haben wir am Samstag diese Platten hier gekauft. Und der Lucky, der hat jetzt ein bisschen weiter gestrichen. Und jetzt müssen wir halt die Polster hier mit diesem Kunstleder beziehen. Der Schaumstoff, der wurde jetzt draufgeklebt auf die Platten. Da haben wir da so einen Spezialkleber, der ist da hinten im ganzen Chaos. Und ja, jetzt geht's hier mal munter weiter, ne? Da ist ja der Kleber, den die Jungs benutzt haben. Also einfach auf die Platte den Kleber gesprüht und dann eben den Schaumstoff draufgelegt. Angedrückt, ne? Ganz viel Kraft. Das hält jetzt tatsächlich und jetzt, wie gesagt, kommt das Kunstleder drauf. Wir müssen noch kurz was abmessen. Und dann wird es, glaube ich, umgeschlagen und der Max hat so eine Tackermaschine, ne? Ja. Genau, okay. Die eine Rückenlehne ist soweit ready. Hier, das ist auch ready. Okay, achtet bitte nicht auf die Garage. Sieht echt aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Also, das eine ist jetzt fertig. Da ist jetzt das nächste. Und dafür müssen sie jetzt hier erstmal Kleber drauf machen und das Polster. Und dann eben wieder dieses Lederimitat. Jawohl. Es nimmt Form an, würde ich sagen. Es wird. Es wird. Ja, Rückenlehne. Passt. Das wird der Tisch. Max überlegt gerade, tüftelt noch ein bisschen was. Und zwar hat er eine Glasplatte bestellt. Die soll da drauf kommen. Müssen wir mal schauen. Es wird natürlich noch gestrichen. Der Luki streicht gerade weiter. Und ja, wie gesagt, der Max, der überlegt gerade, wie wir das hier am besten lösen. Am 19. Mai, hier wird wieder fleißig weitergearbeitet. Ich habe das Gefühl, dass ja, das Streichen irgendwie 100 Jahre dauert. Hier wird noch was festgeschraubt und zwar die Rückenlehne. So sieht die aus. Jawohl. Und die Glasplatte haben sie jetzt auch ausgepackt. Wo hast du die nochmal gekauft, Max? Bei Amazon. Okay. Tja, mal schauen, ne? Ein bisschen gefährlich, aber ich denke, das wird ganz gut klappen. Also die Jungs haben jetzt die Sitze aus Auto gebaut und ja, so sieht es jetzt aus und morgen wird es dann in die Schule gebracht. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Die Präsentation ist jetzt schon wieder um. So, meine Lieben, da ist sie, Lukis Paletten-Couch bzw. Paletten-Lounge. Wir haben das jetzt heute Mittag hochgetragen. Es waren 35 Grad. Wirklich, es war so, so heiß und so anstrengend, das Ganze hier hochzutragen. Deshalb haben wir es einfach nur provisorisch hingestellt. Es muss natürlich noch optimiert werden. Also sprich, das Teil wird noch dran geschraubt und alles andere wird natürlich noch ordentlich hingestellt. Wie gesagt, aber es war viel zu heiß. Ich wollte euch das Endergebnis jetzt einfach hier oben nochmal zeigen. Hier wird es auch bleiben. So war der Plan. Der Max war ja sein Mentor. Die beiden hatten wirklich sehr, sehr viel Spaß. Die waren wirklich stundenlang unten in der Garage, haben sich sehr viel Mühe gegeben. Wir haben jetzt im Endeffekt erfahren, dass es leider doch keine Noten gibt, was ich natürlich sehr, sehr schade finde und ein bisschen traurig war, weil die wirklich alles gegeben haben, die beiden. Aber gut, so ist es. Es ist jetzt ihr Erinnerungsstück und es zählt die Zeit, die sie zusammen verbracht haben. Und ja, wie gesagt, das Endergebnis ist eben, wie ich finde, sehr, sehr schön geworden. Vielleicht war es eine kleine Inspiration für euch. Wie gesagt, das Ganze wird noch optimiert. Also bitte, ja, lasst euch jetzt von solchen Sachen hier
nicht ablenken. Es war einfach viel zu heiß heute Mittag. Und ansonsten würde ich euch alle Kosten mal unten in die Infobox schreiben, wenn ihr möchtet. Ich glaube, wir haben circa 480 Euro bezahlt. Jetzt lasst mich nicht lügen, wir haben alles selbst bezahlt. Und ja, ich finde, es ist wirklich richtig schön geworden. Der Luki hat auch noch so eine Art Berichtsheft dazu gemacht, was die Schule auch verlangt hat. Also sprich, er hat jeden Schritt aufgezählt, hat das Ganze sehr, sehr ordentlich dokumentiert. Ich habe von jedem Schritt Bilder gemacht, habe ihm das bei DM ausgedruckt und das haben wir dann noch in diese Mappe eingeklebt. Und ja, das hat er eben in der Schule abgegeben. Mal schauen, was der Lehrer dazu noch sagt. Aber wie gesagt, sehr, sehr schade, dass es keine Noten gibt. Aber das ist jetzt auch nur Nebensache. So, meine Lieben, also dann würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt von euch. Wir haben es schon 22 Uhr. Richtig spät, aber es ist noch schön hell. Ja, meine Lieben, ich hoffe, ihr freut euch, dass ich euch mitgenommen habe, das Ganze so ein bisschen dokumentiert habe. Vielleicht war es ja eine Inspiration für euch. Und ich freue mich natürlich riesig über euer Feedback, das wisst ihr ja. Ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle. Es ist richtig, richtig schön jetzt hier draußen. Und ja, ich hoffe natürlich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich wünsche euch jetzt nur das Beste und bis zum nächsten Mal. Tschüss!